Gut, ihr lieben Makerlein, da bin ich wieder. Heute haben wir den 24.02.2021. Ja, ich habe es richtig hinbekommen mit der Zahl, mit der Jahreszahl. Ich bin noch nicht ganz so umgestiegen von 2020 auf 21, aber kriege ich schon noch hin. Ja, wo war ich eigentlich? Ich war jetzt eine Woche lang weg. Wo war ich? Na, ganz einfach zu Hause. Ich habe mal ein bisschen Urlaub gemacht, habe mal ein bisschen was gebraucht. Der Lockdown drückt momentan moralisch, psychisch und physisch sowas von rein, dass es nicht mehr normal ist. Muss ich, glaube ich, keinem erzählen, dass momentan wirtschaftlich gesehen alles im Keller ist und wir uns momentan eine Einbahnstraße bewegen mit gefühlt 240 km/h und mit verbundenen Augen und nicht wissen, wo es aufhört. Aber ja, muss irgendwie weitergehen, habe ich mir gedacht gehabt. Deswegen eine Woche Urlaub, ein bisschen entspannen. Ich habe viel gelesen, ich habe die ganze Avengers-Serie durchgeguckt, also Phase 1 bis 4, alle Filme, alle Serien, alles soweit durchgeguckt, sofern es verfügbar war. Jetzt muss ich mich an die Comics ranmachen. Genau, habe viel geschlafen und muss ganz ehrlich sagen, ja, es hat gut getan, auch mal ein bisschen runterzukommen, mal ein bisschen zu entspannen. Aber es ist auch viel passiert. Und warum habe ich dann auch noch den Urlaub gebraucht? Na, ganz einfach, der Online-Shop ist live, es war viel zu tun hier und es hat sich echt einiges getan. Und mehr als eine Woche ist jetzt momentan nicht drin, weil ich habe, wie ihr vielleicht wisst, aktuell kein Projekt, mit dem ich das Ganze hier weiter aufbauen kann. Bisher habe ich immer Projekte gehabt, mit denen ich das hier aufgebaut habe. Die habe ich jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch welche kriegen werde, weil es aktuell aus wirtschaftlicher Sicht einfach keinen mehr interessiert, so ein Projekt aufzuziehen, weil einfach die finanziellen Mittel nicht mehr da sind. Deswegen muss es jetzt irgendwie anders funktionieren. Deswegen versuchen wir gerade Mittel und Wege zu finden, das Ganze hier am Leben zu halten. Sieht nicht ganz schlecht aus. Es wird ein bisschen eng momentan, aber das kriegen wir irgendwie hin. Das heißt, wenn ihr uns unterstützen wollt, kauft einfach bei uns im Online-Store ein. Das würde schon sehr weiterhelfen. Oder wenn ihr Mitglied werden wollt bei Makorama, könnt ihr jetzt auch auf YouTube-Kanalmitgliedschaften abonnieren. Ein Video dazu gibt es hier oben. Da. Gibt es hier oben, da habe ich erklärt, was für Mitgliedschaften es alles gibt, was für Benefits es für die einzelnen Mitgliedschaften es gibt. Und wenn wir schon gerade beim Thema Mitgliedschaften sind, ich gucke hier gerade so rüber, deswegen fällt mir das gerade ein. Ich habe da was gepostet, was letzte Woche angekommen ist, was ich natürlich unbedingt direkt öffnen musste und reingucken musste. Das Design davon habe ich vorher schon mal gepostet und deswegen die Kanalmitglieder wissen schon ein bisschen länger. Und die Rede ist hiervon. Ja. Jetzt fragt ihr euch so, Maggie, toll, sowas postest du den Kanalmitgliedern? Was ist denn das überhaupt? Na, ganz einfach. Das ist ein Nassklebeband. Und es ist nicht nur einfach irgendein Nassklebeband. Ihr seht, das ist mit dem Makorama Makerboard und mit dem Makorama Logo bedruckt und mit Just Print Everything. Und das Ganze ist hier hinten erstmal trocken. Erst wenn man es nass macht, fängt es an zu kleben und das wie die Hölle. Es ist schön breit, dass also auch so ein Dummi wie ich ein Paket ordentlich zukleben kann und es nicht irgendwie dann während ein Transport irgendwie sich öffnet. Es ist biologisch abbaubar, das heißt also, selbst der Kleber ist auf natürlichen Inhaltsstoffen basierend. Das heißt also nichts künstlich oder so in Richtung. Das könnt ihr dann so wie es ist in die Tonne kloppen. Und mal ganz ehrlich, das PVC-Band. Ja, eigentlich dürften wir es nicht mit in die Tonne klappen, aber jeder macht es irgendwie gefühlt. Das hier braucht ihr kein schlechtes Gewissen mehr zu haben. Und ganz ehrlich, das ist mir das Wichtigste überhaupt, dass ihr ein gutes Klebeband habt, das ihr auch einfach in die Tonne kleben könnt, wo es nicht die der Umwelt zu Lasten fällt. Und das finde ich ist echt super. Das war sowas, was mir echt am Herzen gelegen hat. Und die ersten Pakete damit sind auch schon rausgeschickt worden. Also ist schon mal richtig geil. Finde ich echt super. Und apropos Kleber, kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt. Ey, ich habe heute Überleitungs... Ey, das kriege ich echt gut hin. Muss sagen, ich muss öfter Urlaub machen, damit ich die Überleitung besser hinkriege. Kleber, der PLA-Kleber, ist jetzt aktuell soweit, dass wir das Patent quasi schon registriert haben, beziehungsweise es ist gerade Patent Pending, so nennt man das so schön. Das Design ist in den finalen Zügen, das heißt also, ein Designer ist beauftragt, der hat einen ersten Entwurf gemacht. Ich habe ihm auf die Finger geklopft und gesagt, du hast dich nicht an meine Vorgaben gehalten, mach es bitte neu. Also vermute ich, dass in den nächsten 1 bis 2 Wochen hoffentlich das Design soweit steht, dass wir das Ganze in Druck geben können. Und sobald das Design steht und die erste Box quasi von uns mal hier so manuell zusammengezimmert worden ist und wir das mal so zeigen können vor der Kamera, mache ich ein kleines Video. Ich werde das hier auf YouTube und auf Kickstarter entsprechend veröffentlichen als Kampagne und dann könnt ihr das Ganze
entsprechend auf Kickstarter unterstützen. Ich weiß, ihr seid zum Teil ganz heiß drauf, weil ich werde immer wieder über Discord und sonst irgendwie gefragt, Maggie, das Ding war in der Box und meine Flasche ist leer, ich bräuchte mal einen Nachschub. Kannst du mir sagen, wann es kommt? Nee, kann ich momentan nicht. Wir geben Gas, wir versuchen wirklich das Zeug so schnell wie möglich irgendwie über die Bühne zu rocken, damit ihr das dann entsprechend zu Hause nutzen könnt. Ich kann euch kein genaues Datum sagen, weil ich weiß nicht, wie lange es dauert, eine Kickstarter-Kampagne zu erstellen. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, das Video zu erstellen. Ich weiß nicht, wie lange das Design noch dauert. Aber ich kann euch versprechen, sobald die Kickstarter-Kampagne am Start ist, die wird nicht allzu lange laufen. Wir werden uns auch kein allzu großes Ziel setzen, weil die initiale Produktion, um mal ein paar Flaschen an den Start zu kriegen, um die zu finanzieren, das wird nicht so groß sein. Das Ziel wird nicht so groß sein, das werden wir so einfach erreichen können. Und dann werden wir auch versuchen, das so schnell wie möglich zu produzieren, alles einzupacken und zu euch zu schicken, damit ihr innerhalb von ein paar Wochen das ganze Zeug zu Hause habt und nicht irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr warten müsst, wie bei manch anderen Kickstarter-Projekten da draußen. Versprochen, versprochen. Da gebe ich echt Gas und da geben wir echt Gas, wo wir alle beteiligt dran sind, dass das so schnell wie möglich über die Bühne geht. Und dann gibt es noch einen Punkt, da halte ich das mal hier hoch. Das geschulte Auge erkennt jetzt, das ist ein Fuß für einen Voron Zero. Den Drucker dazu habe ich hier. Und da seht ihr, die Leute, die die Kanalmitgliedschaft haben, wissen natürlich auch schon ein bisschen mehr, dass ich das Ding schon weitergebaut habe. Die letzten Komponenten dafür habe ich heute bestellt, also Netzteile, das Kaltgerätekabel und sowas in der Richtung, weil das ein spezielles Kaltgerätekabel ist und diese Standardbuchsen dann hier reinpassen, wundersame Weise, weil er so klein ist. Ja, und das Teil hier ist im Prima Select ABS in Light Blue, also in hellblau gedruckt. Das ist eigentlich an sich eine ganz coole Farbe, abgesehen davon, dass es nicht wirklich viel heller ist als ein normales Königsblau oder so in Richtung. Ist Geschmackssache. Ja, ich weiß. Ist tierisch Geschmackssache. Aber wenn ihr jetzt euch hier den Drucker mal anguckt, seht ihr, hier ist ein heller Fuß und da ist ein dunkler Fuß. Das ist das Prima Select und das ist das Neue. Und das passt, finde ich, wesentlich besser zu dem neuen Material. Und ich mache es kurz. Das neue Material ist ein 3D Fuel Workday ABS. Hier in Fuchsia Island, wie ihr da vielleicht sehen könnt. Da-da-da-da. Farbe. Fuchsia Island ist so ein Magenta-Farbton halt. Ja. Passt, finde ich, besser zu dem helleren Blau. Ja, weil man sonst nicht zwei so kräftige und dominante Farben hat, sondern eine Farbe, die ein bisschen ergänzend ist. Und das passt, finde ich, ganz gut. Und warum habe ich jetzt hier entsprechend nur, wie heißt es, den Fuß in hell und hinten den Fuß in hell gedruckt, aber die zwei noch nicht. Ganz einfach, die werden dann in Fuchsia Island gedruckt oder Island Fuchsia, kurz gesagt in Magenta. Die schwarzen Teile hiervon habe ich auch so gut wie alle schon fertig gedruckt. Ich habe sogar wirklich schon alle, bis auf die Panel Mountings. Und die habe ich auch in 3D Fuel Workday ABS gedruckt. Und jetzt fragt ihr euch, Maggie, warum druckst du so viel in 3D Fuel Workday ABS? Ganz einfach, weil ich für mich, für den Voron, das 3D Fuel Workday ABS als neues Voron ABS erkoren habe. Ja, das heißt jetzt nicht, dass es auch automatisch empfohlen wird. Ich habe es den Leuten vom Voron-Team oder auch dem einen oder anderen mal ans Herz gelegt, weil ich das Material persönlich insofern besser finde, dass es sich besser drucken lässt. Ja, es warpt weniger als das KVP. Es ist vom Preislichen her bewegt es sich zwischen KVP und dem Ethern, also zwischen dem alten Preis vom KVP und dem Preis vom Ethern. Es ist aktuell bei 34,95. Es wird aber auch noch Angebote geben, wo es günstiger sein wird, zum Einstand zum Beispiel mal. Es wird in Europa und es wird in den USA produziert. Das heißt also, wir haben zwei Werke, wo es von dort aus recht schnell in den jeweiligen Kontinenten, also Nordamerika und Europa, entsprechend transportiert werden kann. Das bedeutet, die Lieferzeiten sind kürzer, die Transportkosten sind geringer und das wirkt sich natürlich auch darauf aus, dass es für euch sich nicht so teuer auswirkt und wir da auch wesentlich mehr Spielraum im Preis haben am Schluss, ja, um mal Angebote zu gestalten oder auch euch Pakete zu schnüren, wie jetzt die neuen Voron-Pakete, die ich jetzt in den Store gestellt habe. Die Damen und Herren von 3D Fuel sind auch wesentlich schneller erreichbar. Ich habe entweder hier in Irland oder auch in den USA wirklich Reaktionszeiten von maximal 1 bis 2 Tagen. Das sind Sachen, bei denen habe ich bei KVP teilweise geträumt davon. Und jetzt kommt der große Knaller. In Zeiten wie diesen aktuell, wo man vergeblich versucht, irgendwie als Händler an
an wirklich in schönen Rotton so schnell es geht ranzukommen. Oder vielleicht sogar an ein Voronrot ranzukommen. Gibt es dann Hersteller wie 3D Fuel, die das Ganze wirklich in 2 bis 3 Wochen initialer Abstimmungsarbeit noch mit eingerechnet entsprechend so ein Material erstmal die Farbe abgestimmt bekommen und dann produziert bekommen in der Wunschfarbe? Das ist echt schon, muss ich sagen, und das auch nur in der Qualität, die sich echt sehen lassen kann. Also ich kann ja mal hier mal auf der Rückseite, ich muss mal kurz hier drauf gucken, sorry, da oben ist 1,8 mm, da unten 1,7 mm und hier hinten 1,75 mm. Und das ist sozusagen analog die Version von dem, was Prusa auf die Rollen draufdruckt. Und da seht ihr, die Linie ist nicht wirklich, da ist nicht wirklich viel Spiel, wo das hoch und runter geht, sondern es ist schon sehr dicht um die 1,75 mm, was für das Material spricht, ja. Und in der Qualität eine Wunschfarbe hinzubekommen, die auch noch wirklich passt und das in der Abstimmung wirklich mehrfach täglich, dann war der größte Teil war quasi wirklich warten auf die Farbpigmente, um die dann zu produzieren. Und aktuell sollte es, glaube ich, jetzt morgen oder so mit der Produktion losgehen und dann sollte es Mitte bis Ende nächster Woche bei uns hier stehen. Und sobald es da steht, gebe ich euch Bescheid, packe es in den Store rein, mache vielleicht sogar noch ein extra Video. Und dann haben wir hier nochmal erstmal 50 Kilo, mal gucken, wie es ankommt, entsprechend in Voronrot. Hier stehen, hier in Europa produziert, schnell verfügbar, hoch verfügbar, zu einem ordentlichen Preis und auch in einer perfekten Qualität. Habt ihr noch Fragen dazu? Ich glaube, braucht man nicht mehr dazu zu sagen. Ja? Ist einfach beispielhaft, beispiellose Zusammenarbeit, wirklich so, wie es sein soll einfach. Ja? So wünsche ich mir das halt von anderen Herstellern auch. Isan ist da schon sehr nah dran. Die sind auch sehr, also die kann ich auch selbst an Sonn- und Feiertagen entsprechend anschreiben. Der sagt dann nur, okay, pass auf, ich bin zwar gerade im Urlaub, aber ich schreibe dir dann morgen oder so zurück. Das geht auch schon recht flott. Und da muss ich auch sagen, die produzieren momentan für uns auch nochmal Fire Engine Red, das Red und ein helles Blau. Das ist unterwegs, das ist gerade, oder besser gesagt, das ist gerade in Produktion und wird dann zu uns hier auf den Weg gebracht. Schwarz kriegen wir relativ schnell, kaltes Weiß kriegen wir relativ schnell, weil das bei denen immer auf Lager liegt irgendwie. Wobei, da werden die Bestände halt im Warenhaus hier in Europa auch knapp. Aber die kommen halt momentan mit der Produktion nicht so schnell hinterher und wir vermuten, dass es so in 1 bis 2 Monaten dann das Material da sein wird. Da merkt ihr schon, wie lange das ungefähr braucht, während Isan sagt, ey, du brauchst schwarz, oder 3View sagt, du brauchst schwarz. Ja, kein Thema, wir produzieren das, nächste Woche hast du es. Oder Voronrot, ja, okay, 1 bis 2 Wochen ist es bei dir. Das sind natürlich dann schon ganz andere Welten entsprechend, in denen wir uns da bewegen. Dadurch kommt natürlich auch der etwas höhere Preis, dass die halt hoch verfügbarer sind, die bessere Qualität bieten und natürlich in Europa produzieren statt in China und dafür hier in Europa Arbeitsplätze generieren. Finde ich aber, ist auch bei einem Preis von, naja, sagen wir mal 28 oder 29 € bis 35 € ist es noch im Vergleich zum Isan, was bei 20 bis 23 € rangiert. Ist es noch vertretbar? Ist es noch vollkommen okay? Und wie gesagt, Farben können wir uns echt aussuchen, während wir bei Isan entsprechend von den Farben her begrenzt sind auf das, was die anbieten. Ja, 3D Fuel sagt, okay, Mindestbestellmenge 50 Kilo, die kriegen wir, denke ich mal, locker zusammen und dann können wir wirklich jede x-beliebige Farbe zusammenzimmern. Und das finde ich ist echt geil. Da seid ihr jetzt auch nochmal von mir aufgefordert, wenn ihr irgendeine Wunschfarbe habt oder so in Richtung, am besten mit einem RAL oder Pantonenwert oder Hexwert oder sonst irgendwas in der Richtung, ein RGB-Wert, wo wir das auch schon tun, entsprechend, dass wir es umrechnen können. Einfach mal unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr einen Metallic-Wert haben wollt, sagt einfach, okay, den entsprechenden Farbwert in dem jeweiligen Farbsystem plus Metallic oder so in Richtung, dann kann man sich das Ganze mal überlegen. Und dann werde ich mal gucken, je nachdem, wie groß die Zustimmung zu der Farbe ist, dass ich sage, okay, ich bestelle einfach auch nochmal 50 Kilo in der Farbe, wenn wir das hinbekommen. Aber ich glaube, die Chancen, dass wir sowas hinbekommen, ist recht groß. Und für die Leute, die sagen, ja, Maggie, Voronrot ist ganz cool, aber ich habe jetzt schon den einen oder anderen Drucker in Voronrot, ich hätte mal gerne was anderes. Aktuell haben wir das Electric Blue, so heißt das helle Blau, und das Lul Spot Green entsprechend auf Lager. Mehr Farben werden natürlich auch noch kommen. Und in der aktuellen Box war das schwarze Material auch drin. Und ihr könnt jetzt mal gerne die Leute, die die Box abonniert haben, auch gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das Material dann entsprechend findet. Und ob ihr das geil findet oder ob ihr das scheiße findet oder was euch gefällt, was euch nicht gefällt, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare rein. Und last but not least, bezüglich Materialverfügbarkeit. Ich habe es halt echt mit den Überleitungen, muss ich echt sagen. Bezüglich Materialverfügbarkeit, da gibt es
naja, in Europa ein Ort, der ein bisschen außen vor ist. Ja, mittlerweile zwei, aber über den neuen Ort brauche ich, glaube ich, nicht reden. Das ist England. Ja, da reden wir später mal drüber, irgendwann. Nein, denn das Land, was ich meine, ist die Schweiz. Warum sind die außen vor? Ganz einfach, weil die halt nicht in dem europäischen Binnenmarkt sind. Das bedeutet, wenn wir was in die Schweiz schicken, muss es halt verzollt und versteuert werden. Und da habe ich eine ganz gute Nachricht drin, dass wir nämlich die erste Lieferung an Material entsprechend in die Schweiz geschickt haben jetzt. Das ist in erster Linie erstmal KVP-Avers, weil es damals halt noch gerade sich mit einem KVP gedreht hat. Das wird auch 3D Fuel sein, das wird auch Ethan sein. Da wird noch einiges kommen. Da bin ich schon gerade einiges am Anleiern. Das bedeutet, da sind wir gerade den Online-Shop am Vorbereiten, dass ihr dann bald entsprechend über Mekorama in der Schweiz entsprechend mit unserem Fulfillment-Partner dort hinten entsprechend auch Materialien, hochwertige Materialien in allen möglichen Farben und Formen dort direkt in der Schweiz bestellen können. Und das ist, hat für euch den Vorteil da drüben, dass ihr einfach günstigere Versandkosten habt. Das heißt also nicht mehr die 16 oder 20 oder mehr Euro, die ihr entsprechend bezahlen müsst für einen Versand von Europa nach Schweiz, sondern ihr könnt es innerhalb von der Schweiz entsprechend versenden. Ihr könnt es aber auch gerne direkt vor Ort abholen. Das werde ich nochmal abklären, entsprechend, ob das geht. Und ihr erspart euch die ganze Zollgeschichte. Das machen wir für euch entsprechend. Da geben wir entsprechend eine Vorlage und versuchen das entsprechend für euch zu regeln. Und es erspart euch natürlich Arbeit. Und ihr habt dann auch einen kompetenten Ansprechpartner in der Schweiz für alle möglichen Materialien. Das heißt nicht natürlich, dass ihr jetzt ein separates Discord oder sowas benutzen müsst. Nein, um Gottes Willen, da seid ihr herzlich willkommen bei uns. Ich werde vielleicht noch einen Kanal aufmachen, extra für die Schweiz und für Europa, dass ihr euch da auch entsprechend rumtummeln könnt und Fragen gezielt für die Schweiz stellen könnt und da euch nicht benachteiligt fühlt. Und dann hoffe ich, dass das bei euch regen Anklang findet und dass ihr das Ganze auch unterstützt. Aktuell liegt die erste Fuhre beim Zoll bzw. im DHL-Hub, am Zoll in Zürich, glaube ich, ist es. Da ist er angekommen. Ist über Schiff, über Bremerhaven nach Zürich runter und es ist da entsprechend irgendwo am Verzollen. Da warte ich jeden Tag eigentlich drauf auf eine Nachricht, dass das Ganze jetzt verzollt ist und auch auf eine Rechnung, dass ich die bezahlen kann und hoffe, dass das so bald wie möglich entsprechend passiert. Denn sobald das passiert ist, kann ich den Store online stellen und kann euch sagen, okay, jetzt könnt ihr bestellen, wenn ihr wollt. Das war jetzt ein riesiges Update. Ich hoffe, es geht euch weiterhin gut und ich hoffe, ihr bleibt mit dabei. Den nächsten Livestream werden wir erst nächste Woche machen, weil diese Woche Freitag geht es leider nicht. Da habe ich so viele Termine mal wieder reinbekommen, dass das nicht geht. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Happy Printing!